denke, das Museum in diesen 5 Jahren in der Dantestraße schon die Skyline von Bozen verändert hat, auch eine neue Zugänglichkeit zur Stadt mit den 2 Brücken. Und irgendwie ist es ein Wahrzeichen für das Zeitgenössische bzw. für die zeitgenössische Kunst und Kultur. Und das finde ich etwas sehr Schönes, Bedeutungsvolles und auch Zukunftsträchtiges. Zuversichtlich wie immer, Letizia Ragaglia. Sie ist die Direktorin des Museums für zeitgenössische Kunst in Bozen und sie blickt mit Freude auf die ersten 5 Jahre im Neubau des Museums in der Bozner Dantestraße. Mehr dazu, aber vor allem auch ihre Einschätzung zur eben eröffneten Kunstbiennale in Venedig bringen wir in unserem heutigen Kulturzeit-Kolloquium. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturzeit, hier die Themenübersicht. Lungomare Gasthaus, ein temporärer Denk- und Aktionsraum in Bozen. Tiroler Burgen 1887, eine Ausstellung auf Schloss Tirol. Südtiroler Restauratoren, ein Berufsbild im Wandel der Zeit. Die Kulturzeit kommt heute aus einem Gasthaus, aus einem besonderen Gasthaus. Der künstlerische Projektraum Lungomare hat sich zu seinem 10-jährigen Bestehen in ein Gasthaus verwandelt. Nicht ohne Grund. Die Gasthaustradition in Südtirol hat eine lange Geschichte. In einem Gasthaus wird gegessen, getrunken, es wird angebandelt, Meinungen werden ausgetauscht oder es wird einfach nur geredet. Hier am Bozner Stadtrand, neben der Seilbahn nach Jenesien, trifft einen Monat lang Gasthauskultur auf zeitgenössische Kultur. Was auf der Speisekarte steht, das weiß jetzt Christine Helfer. Das kommt darauf an, welche Karte gemeint ist. Aber da das Herz eines Gasthauses die Küche ist, wollen wir zuerst den Koch befragen. Aber wir haben auch ein Tagesgericht heute, das recht speziell ist. Das ist die Agatha. Vielleicht könnt ihr erklären. Ja, das heutige Tagesgericht, ist, das nicht auf der Tafel steht, ist ein Gedicht. Kreative Küche und ein hochkarätiges Kulturprogramm gibt es im Gasthaus Lungomare jeweils von Donnerstag bis Sonntag im Monat Juni. Wo sonst Ausstellungen und Diskussionen stattfinden, wird jetzt auch verköstigt. Und zwar mit sorgfältig ausgewählten regionalen Produkten. Ja, es geht darum, einen Ort zu schaffen, wo man zusammentrifft und so weiter. Und natürlich soll das Essen dabei auch stimmig sein, ein bisschen mit dem Rest des Programms und ja. Zum 10-jährigen Bestehen bauten die Lungomare-Betreiber an. 300 Laufmeter Holz für neue Stühle und Tische, dazu eine Konstruktion, die auf der Terrasse zur multifunktionalen Bühne wird. Was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass also das, was auch ein bisschen ein Ursprung von Lungomare ist oder was einfach auch sein Leitgedanke von Lungomare ist, dass in erster Linie ein intensives Zusammensein möglich wird. Und das ist ein intensives Zusammensein, wo gemeinsam gedacht wird, gemeinsam gesprochen wird, aber auch gemeinsam gefeiert wird. Es werden Visionen entwickelt. Ein diskursiver Ort ist Lungomare seit jeher. Ein Ort, wo sich Künstler und Kulturschaffende sämtlicher Genres und unterschiedlicher Herkunft begegnen. Und das ist auch Lungomare, finde ich. Das ist einfach so ein Ort, wo eigentlich viele Regeln gebrochen werden. Gerade so Regeln zur Sprachzugehörigkeit oder ja, hier kommt einfach alles, sehr vieles zusammen. Unterschiedliche professionelle Tätigkeiten kommen einfach zusammen. Das ist eben, hier werden ganz viele Regeln gebrochen und dadurch entsteht so eine Art Community, wo man einfach alles neu erfinden muss. Das entspricht der Lungomare-Philosophie. Keine leicht verdauliche Kulturkost zu präsentieren. Sondern es eigentlich vielmehr dieses Unfertige, dieses Prozesshafte war uns wichtig. Diese Art des Arbeitens macht aus der Galerie einen Ort der offenen Gespräche. Hier werden scheinbar gültige Konzepte nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Gesellschaft ernsthaft und lustvoll hinterfragt. Hier werden viele Künstler und Denker eingebunden. Also Lungomare ist auch, was ganz interessant ist, ist, dass Lungomare für viele Künstler, die außerhalb, also Südtiroler Künstler, die außerhalb leben, auch irgendwie ein guter Ansprechpartner ist. Das ist uns oft passiert, dass eben auch durch diese
durch diese Kooperationen neue Projekte entstanden sind, die eben mit Leuten gemacht wurden, die eben nicht mehr hier leben, sondern eben aber entweder zurück wollten oder mal wieder etwas in der Heimat, sagen wir mal so, machen. So wie Lisa Matzer, die für die Manifesta in Amsterdam gearbeitet hat und nun zur Denkgruppe des Teams gehört. Das ist eigentlich das, was mich interessiert an Kunst und an Kulturproduktion, ist es irgendwie so Momente des Anstoßes, des Nachdenkens, des Hinterfragens zu schaffen, wo man einfach vorgefertigtes Wissen irgendwie nochmals neu aufrollen kann und dadurch irgendwie auch seine Umwelt irgendwie anders wahrnehmen kann. Und ich hoffe, dass wir das auch mit dem Programm, das wir hier für das Lungomare Gasthaus gestaltet haben, auch ein Stück weit hinbekommen. Das Kulturprogramm bietet Kino, Konzerte, Performances, Gespräche und Ausstellungen. Charakteristisch ist, dass auch Alltagsgegenstände in die Bedeutungswelt von Lungomare hineingeholt werden, sowie das Mobiliar, die Kaffeebecher und das Essgeschirr. Die Ausstellung in der Galerie trägt den Namen »Wenn gestern morgen wird«. Sie zeigt, was war und was sein könnte. Eine weitere Besonderheit von Lungomare, man trägt die Kulturaktion in die Stadt hinein. Also wozu noch träumen, wenn Träume heute längst realer als fiktiv sind? Künstler ist heute jeder und darauf bin ich nicht hungrig, darauf kann ich verzichten. Das Projekt Masses and Motets, das ich für Bozen kreiert habe, hat die Aufgabe, mit der Kunst rauszugehen und soll die Idee des Gasthauses hier mit dem urbanen Alltag verbinden. Diese Performances gibt es jeden Donnerstag an drei Orten in der Stadt: am Kongplatz, am Matteotti-Platz und auf den Talverwiesen. Eine kleine Reminiszenz an die Vergangenheit gibt es doch. Tonkünstler Stefano Bernardi hat die letzten 10 Jahre Lungomare akustisch eingefangen und auf Vinyl gepresst. Wer also ins Gasthaus Lungomare kommt, kann vieles tun. Unter anderem beobachten, wie gestern morgen wird. Das Programm des Lungomare Gasthauses finden Sie unter www.gasthaus.lungomare.org. Auch die Kunstbiennale in Venedig ist im Zweijahresrhythmus Treffpunkt der internationalen Kulturszene. Vor kurzem ist die 55. Ausgabe mit dem Titel »Der enzyklopädische Palast« eröffnet worden. Kuratiert vom jüngsten Biennale-Leiter bisher, dem 39-jährigen Massimiliano Gianni. Letizia Ragaglia, die Direktorin des Museum Bozen, war selbstverständlich vor Ort. Mit ihr spricht nun Peter-Paul Keinreit im Kulturzeit-Kolloquium über 5 Jahre neues Museum und natürlich über die 55. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig. Willkommen im letzten Kulturzeit-Kolloquium vor der Sommerpause. Wir haben es bereits gehört von Brigitte Magesin, Letizia Ragaglia. Direktorin des Bozener Museums ist hier bei uns zu Gast im Lungomare Gasthaus. Hier wird gearbeitet. Sie sind letzte Woche aus Venedig zurückgekommen. Zu diesen Eindrücken wollen wir gleich mehr erfahren von Ihnen, wie Sie diese Biennale einschätzen, Kunstbiennale in Venedig. Aber vorher bin ich persönlich recht neugierig, weil in den letzten Wochen haben wir immer wieder dieses Plakat gesehen mit O, so ein Staunen O. Ich vermute, dahinter steckt das Museum, aber das wollen wir jetzt aus erster Hand erfahren. Mich freut diese Vermutung, ja. Hinter dem O steckt Museum, das war unsere Teaser-Kampagne. Jetzt gibt es ja schon ein Teaser, was sollen wir uns darunter vorstellen? Ja, das soll man irgendwie, die Neugierde soll angeregt werden von den Leuten. Ich bin ja auch keine Marketingfachfrau, das ist mir auch so zugeschoben worden, dass man das so sagt. Und damit eben danach die Leute sagen, aha, das O gehört zum Museum, O die Museumssammlung oder O die Museumausstellungen, die Events. Also steht für das Staunen. Ja. Wir sollen staunen, was dieses Museum in 5 Jahren in der Bozener Dantestraße zustande gebracht hat. Genau. Gut, also zu diesem Geburtstag wünschen wir Ihnen zunächst mal alles Gute. Aber jetzt gleich zu Ihren Eindrücken. Sie sind in Venedig gewesen, waren selbst auch im Gespräch vor einigen Monaten als Co-Kuratorin. Jetzt sind andere geworden. Aber wie fällt denn Ihr erstes Urteil zu dieser Ausstellung aus, die sich der Enzyklopädie, also diesem Erfassen dessen, was wir heute an Wissen bewältigen sollen oder wissen sollten, wie fällt dieses Urteil aus?
ein sehr positives Urteil. Also ich habe auch vielen gesagt, ihr müsst heuer unbedingt nach Venedig fahren. Ich denke, diese Biennale wird Geschichte schreiben, weil sie sich einfach mit unserer Verarbeitung der Bilder befasst. Und da ist für jeden etwas da in dieser Biennale. Es ist sehr erstaunlich, dass diese Bilder vor allem aus der Historie kommen. Sehr viele Künstler sind bereits gestorben oder Kunstwerke von Künstlern, die zwar noch leben, aber aus den 50er Jahren sind, bis hin zu Modellhäuschen eines österreichischen Finanzbeamten, der Häuser nachgebaut hat aus Karton, oder bis hin zu C.G. Jung mit seinen Illustrationen, zu seiner Psychoanalyse, zu seinen psychotherapeutischen Ansätzen. Was ist denn das für ein Kunstbegriff, den Massimiliano Gione, der Kurator, präsentiert? Ich denke, es ist ein Kunstbegriff, der sich ein bisschen vom Kunstmarkt zurückzieht und der uns einfach noch einmal die Kraft der Bilder unterstreichen möchte. Und zugleich denke ich, dass es eine sehr gegenwärtige Biennale ist, obwohl es historische Positionen gibt. Es gibt einfach Künstler, die heute leben, aber ihre Energie von anderen Positionen eben bekommen. Ich mache das Beispiel von einem Pavel Altamer, den ja die Südtiroler vielleicht auch kennen, dieser polnische Künstler, der bei uns eben seine plastischen Figuren aus weißer Plastik gezeigt hat. Damals sind sie grau in Venedig, also er ist ein Visionär. Und er selbst war ja in Afrika, in Mali und hat andere Kulturen erforscht. Also diese anderen Kulturen, tantrische Visionen, so, die sind in der Biennale gegenwärtig. Aber heißt das, dass das die heutige Gegenwart im sogenannten Zentrum in Europa, in den USA, nicht mehr jene Bilder hervorbringt, die imstande sind, zu uns zu sprechen? Müssen wir zu fremden Kulturen, müssen wir in der Geschichte zurückgehen, um Bilder zu finden, die wirklich die Kraft haben, mit uns zu sprechen? Das glaube ich nicht. Es ist aber so, dass unsere Kultur, sei es die europäische, sei es die amerikanische und eben auch die Weltkultur, so langsam immer nur von externen Bildern berieselt wird und manchmal nicht imstande ist, die innere Vorstellungswelt eben herauskommen zu lassen. Und das will diese Biennale noch einmal ganz stark betonen, wie wichtig das ist, uns selbst auch zu aktivieren mit unseren Vorstellungswelten, mit unseren inneren Bildern. Also diese Generation von Facebook, iPods und all diesen Dinge, die uns ständig auch in eine andere Haltung geraten lässt, sollen wir ein bisschen reflektieren und mehr in die Tiefe gehen, in die Tiefe dessen, was bereits vorhanden ist. Ja, und deshalb hat auch ein Tino Segal, der ja es nicht erlaubt, dass man ihn fotografiert und der ja eigentlich so ein bisschen ein Bilder-Ikonoklast ist, den Goldenen Löwen bekommen. Er hatte im Hauptpavillon, Pavillon di Venezia, mit seinen Schauspielern eine Performance installiert, im Dialog sogar mit der Skulptur von Walter Pichler, dem Südtiroler Künstler, der dort ausstellt. Ist ja auch sehr besonders, dass so ein Künstler in dieser Form diesen Preis erhält. Finde ich nichts Besonderes daran. Es ist ein Künstler, der eben ganz genau denkt, wie er sich bewegt. Eben, wie gesagt, man darf seine Werke, man darf nicht Performance sagen, nicht fotografieren, aber alle sind in seiner Energie gefangen, wenn er das macht. Werden diese Eindrücke von Venedig Ihre eigene kuratorische Arbeit für das Museum auch mit beeinflussen, verändern? Ich werde die Dinge von nun an auch mit anderen Augen sehen. Das werden wir verfolgen, indem wir die Ausstellung des Museums verfolgen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Die Biennale in Venedig ist noch bis zum 24. November geöffnet. Und wer zur Kunstbiennale nach Venedig fährt, sollte es keinesfalls versäumen, auch in den Palazzo Grassi zu gehen. Denn da ist nämlich die bisher größte und viel diskutierte Einzelausstellung des Südtiroler Künstlers Rudolf Stingl zu sehen. Stingl hat den gesamten Palazzo mit Teppichen ausgekleidet und verleiht damit seinen Bildern eine völlig neue Aura. Die Ausstellung bleibt bis zum 31. Dezember zugänglich. Warum verlassen viele Menschen aus dem Kreativbereich Südtirol? Diese Frage haben sich die Macher dieses Magazins 39.0 gestellt. Und sie haben Schriftsteller, Filmemacher, Künstler, Designer und Kulturmanager dazu befragt. Erhältlich ist das Magazin online und an ausgewählten Verkaufspunkten in Südtirol und Berlin. Alle Infos dazu unter kognitiv.info. Ja, und damit zu aktuellen Veranstaltungen in unserer Informationsrubrik Was, wann, wo. Vom 28. Juni bis zum 7. Juli befindet sich Südtirol im Jazzfieber. Dafür verantwortlich sind rund 200 Musiker und die Veranstalter.
Wir möchten zeitgenössischen Jazz zeigen, junge Leute, auch das, was weltweit geschieht, was die neuesten Entwicklungen, Tendenzen sind, was in den großen Städten der Welt stattfindet. Aus der Großstadt München etwa stammt Monika Roscher, eine Musikerin und Komponistin, die bei der Pressevorstellung anwesend war und mit ihrer Big Band das Festival eröffnen wird. Welchen Jazz bringt ihre Combo nach Südtirol? Wir versuchen, die ganzen Stilrichtungen, die es jetzt gibt, mitzuverarbeiten. So. Also was heißt, es ist nicht jetzt eine Pflicht, dass wir alle reinbringen müssen, aber mir macht es Spaß, damit zu experimentieren, mit der Elektronik zum Beispiel oder mit Drum and Bass oder so Sachen. Also gar nicht so Swing, sondern, und ich mag auch diese Mischung aus einem ganz dünnen Eis, ganz zarten Passagen und aber auch richtig brachialen Momenten. Eine spannende Musikreise für ein Festival, das erneut auf Schloss Sigmundskron seinen Auftakt feiert und die Tage danach im ganzen Land für jazzige Töne sorgen wird, mit vielen neuen Ideen an ausgesuchten Veranstaltungsorten, um neue Besucher anzulocken und das Stammpublikum zufriedenzustellen. In den letzten Jahren ist schon eine Gemeinschaft herangewachsen von Menschen, die das Festival regelmäßig besuchen und die sich eigentlich einfach nur neugierig hingehen, in Erwartung, irgendetwas Besonderes, etwas Neues zu sehen und die nicht unbedingt bestimmte Dinge dort präsentiert bekommen wollen, wie Dinge, die sie schon kennen oder Standards und so weiter. Keine Standards, sondern Avantgarde. Genaue Informationen zu den Veranstaltungen finden sich auf der Internetseite www.suetiroljazzfestival.com. In der privaten Galerie Spazio Rizzi in Latsch gibt es neue Werke zu sehen. Die großen farbigen Blütenskulpturen gehören ebenso zur Schaffenswelt von Friedrich Sebastian Feichter wie jene fantastischen Skulpturenwesen aus der Reihe Homo Solaris, mit denen der Bildhauer aus dem Ahrntal seine ureigene Formensprache begründete. Der Zyklus Homo Solaris hat angefangen eigentlich vor circa 16 Jahren in einem Traum. Da war ich in einer ganz fremden Welt mit lauter Wesen aus Licht, die aus der Materie herauswuchsen. Und ich habe dann gleich angefangen, sie zu gestalten oder zu machen und habe sie dann in Südtirol erstmal ausgestellt, in verschiedenen Orten und bin dann weiter ins Ausland gegangen. Feichter hat in den letzten Jahren vorwiegend in Spanien, Holland, der Schweiz und Deutschland gearbeitet. Im Spazio Rizzi kommen seine Werke gut zur Geltung. Der Kamerablick fängt das Spiel zwischen dem Drinnen und Draußen aufs Beste ein. Wir haben seit dem Bau dieses Gebäudes diesen ebenerdigen Stock eigentlich schon vorgesehen gehabt, dass wir den als Ausstellungsraum verwenden werden und den Künstlern zur Verfügung stellen. Künstlern wie Friedrich Sebastian Feichter, der im lichtdurchfluteten Raum seine Werke aus den Zyklen Augen und Kokon sowie das Gegenstück zum Homo Solaris, den Homo Lunaris, präsentiert. Bizarr anmutende Mondwesen, die das Körperhafte darstellen. Mit dem Homo Lunaris wollte ich eigentlich mehr dieses triebhafte, animalische noch aussuchen, was wir Menschen haben, was irgendwie noch nicht ganz geistig reif ist, wo wir uns nicht bewusst steuern lassen, oder sagen wir so, wo wir einfach gesteuert werden. Die Ausstellung Homo Solaris, Blütezeit und andere Zyklen bleibt im Spazio Rizzi Latsch bis 20. Oktober zugänglich. Eine Reihe schüchterner Reiseskizzen habe er, Paul Klemen, auf seinen Wanderschaften durch Tirol angefertigt. Auf Schloss Tirol sind diese Reiseskizzen aus dem Jahr 1887 zu sehen. Die Burgen und Schlösser, denen der junge Kunstgeschichte-Student im Finchgau, im Burggrafenamt und weiter hinunter bis Verona begegnete. Ich finde, das ist ganz interessant. Paul Klemen als 21-Jähriger, der nach Tirol kommt und die Burgen malt, skizziert, denn er malt auch, aber er hat nicht den romantisierenden Ansatz, sondern er wollte wirklich einfach Fakten haben. Man könnte den jungen Studenten aus Leipzig als einen der ersten Denkmalpfleger bezeichnen. Akribisch genau zeichnet er die mittelalterlichen Burganlagen ab,
wie hier Schloss Hochnaturns, das heute genauso aussieht. Oder Schloss Turnstein bei Meran, in einer ähnlichen Perspektive damals wie heute. Genauso das markante Runkelstein bei Bozen. Oder Schloss Ried, das Klemen gleich zweimal darstellte, einmal romantisiert und daneben von der bautechnischen Seite. Unsere Ausstellung, das sind keine Kunstwerke, sondern es sind historische Dokumente. Und als solche sind sie sehr wertvoll, weil man zum Beispiel sieht, was war 1887, das war die Zeit, die er hier war, und was war kurz vorher oder dann wieder nachher. Und es gilt einfach als Dokument und als solche sind sie sehr wertvoll. Die einzige Skizze, die Paul Klemen von Schloss Tirol angefertigt hatte, betrifft den Innenhof. Hier sieht man genau, wie es einst war und wie es jetzt ist, die Treppe nun mit seitlichem Aufgang. Die Ausstellung Paul Klemen, Reiseskizzen aus Tirol 1887, ist noch bis 3. November auf Schloss Tirol zu sehen. Aus dem Kultursommer nicht mehr wegzudenken ist auch der Epanalit-Sommer, der heuer vom 1. bis 7. Juli stattfindet. Zahlreiche namhafte Sänger und Sängerinnen, aber auch aufstrebende Nachwuchstalente werden präsentiert. Informationen und Karten erhalten Sie unter www.epanalitsommer.com. Themenwechsel. In Südtirol gibt es derzeit ungefähr 5000 unter Schutz gestellte Kunst- und Kulturgüter. Für ihren Erhalt und für die fachgerechte Renovierung arbeiten die Restauratoren in unserem Land. Vor nunmehr 20 Jahren hat sich der Verband der Südtiroler Restauratoren gebildet. Über das Berufsbild im Wandel der Zeit berichtet jetzt Martin Hanni. Die Kellerräume des Stadtmuseums in Bozen. Hier befindet sich derzeit ein besonderes Rätsel für Restauratoren, nämlich viele Bruchstücke einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten Wandmalerei, die nun nach genauen Richtlinien und neuesten Techniken wieder zusammengesetzt werden. Den Menschen, die dieser Arbeit nachgehen, ist es ein Anliegen, die Sichtweise auf ihre Berufsgruppe zu erhellen. Es ist wichtig, das zu vermitteln, dass unser Beruf nicht im Verborgenen passiert und dass vor allen Dingen Restaurieren nicht wieder neu machen heißt. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Restaurieren bedeutet das Original erhalten. In diesem speziellen Fall müssen die zerstörten und zunächst in Kisten gelagerten Originalstücke in die richtige Form des originalen Abbildes gebracht werden. Dann werden die Schmutzschichten beseitigt, damit der ursprüngliche Farbglanz wieder ersichtlich ist. Die Arbeit an historischen Kunstwerken benötigt viel Geduld und eine besondere Leidenschaft fürs Kleine, um Großes wieder entstehen zu lassen. Für mich persönlich ist zum einen ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, wie früher die Maler unter der Kuppel zu stehen, nur heute mit einem anderen Ansatz. Nicht mehr als Maler, sondern als Konservator. Restauratoren und Konservatoren sichern den Fortbestand von Artefakten. Im Berufsalltag werden aber nicht nur Wandmalereien, Gemälde oder Skulpturen restauriert, sondern mittlerweile auch Fotos, Filme, moderne Datenträger, Glas, Keramik, Möbel, Instrumente und natürlich Bücher. Geistige und handwerkliche Fähigkeiten sind gleichermaßen von Bedeutung. Mir gefallen beide Aspekte. Und gerade dieser Beruf bietet mir die Möglichkeiten, sowohl den künstlerischen Aspekt zu vertiefen, als auch die wissenschaftliche Phase zu betreuen, die meiner Meinung nach immer wichtiger wird. Der Verband der Restauratoren und Konservatoren zählt insgesamt 14 Mitglieder, die sich immer wieder treffen, um mit den neuesten technischen Errungenschaften ihre Arbeit an historischem Kulturgut nach bestem Wissen und Gewissen voranzubringen. Im Atelier der Salurnerin Lilia Gianotti finden regelmäßige Fortbildungskurse für alle Mitglieder statt, denn mit unseren Fortbildungskursen, die wir übrigens selbst finanzieren, holen wir uns die verschiedenen Neuheiten sowohl vom Norden als auch vom Süden. Ich bin auch der Meinung, dass wir immer mehr gemeinsam die Neuheiten meistern sollten, die auf uns zukommen.
Die geografische Situation Südtirols bringt es mit sich, dass die hier tätigen Restauratoren in Kontakt mit Werken kommen, die klare kunsttechnologische Einflüsse der Alpen-Südseite oder der Alpen-Nordseite aufweisen. Die Südtiroler Restauratoren sind deshalb auch Kulturarbeiter, die Kulturräume, aber auch andere kunsthistorische Berufe miteinander verbinden. Restauratoren sind ein Bindeglied in einem großen Kontext. Sie arbeiten direkt an den Objekten und Kunsthistoriker und Wissenschaftler betreuen und erforschen dann gemeinsam mit den Restauratoren die Geschichte eines Kunstwerkes. Seit 2004 ist der Verband Mitglied der Dachorganisation der Europäischen Restauratorenverbände, der im kommenden Jahr seine Versammlung in Südtirol abhalten wird. Dann werden mit Sicherheit die kunsthistorischen und handwerklichen Vergleiche an der Tagesordnung stehen und vielleicht auch die Nachwuchssorgen dieses Berufes, der ohne geistiges und handwerkliches Feingefühl nicht ausgeübt werden sollte. Man kann auch viel mit der eigenen Fantasie und mit der eigenen Kreativität arbeiten, natürlich nicht im ästhetischen Sinn, dass man was neu malt, sondern in dem Sinn, wie man ein neues Problem, und das ist ja jedes Mal ein anderes, auf verschiedene Art angehen kann. 20 Jahre Kulturarbeit an historischen Kunstobjekten, damit Geschichte nicht im Dunkeln, sondern erhalten bleibt. Große Begeisterung also für den eher seltenen Beruf des Restaurators, der geschichtliches Wissen, Geschick und Kreativität gleichermaßen fordert. Neue und vor allem junge Mitglieder sind in diesem Berufsverband übrigens ganz herzlich willkommen. Am Ende der Sendung angelangt möchte ich mich nun mit aktuellen Tipps von Ihnen verabschieden. Wir sehen uns wieder am 3. Juli, wenn ich Sie dann wieder einladen darf zu Zeit für Kultur, Kulturzeit. Einen schönen Abend noch. Dreck. Die Ausstellung befasst sich mit einem verdrängten Thema unserer Zeit. So ist Dreck ein ungeliebtes Nebenprodukt unseres Alltags. Gleichzeitig bildet er aber einen wichtigen Aspekt der Kulturgeschichte. Zu sehen bis zum 3. November im Tiroler Volkskundemuseum in Innsbruck. Lois Weinberger. Die Ausstellung anlässlich seines 65. Geburtstages zeigt eine umfangreiche Werkschau des renommierten Tiroler Künstlers mit Werken, die in Tirol bislang nicht ausgestellt waren. Zu sehen bis zum 27. Oktober im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck. Aldo Canins. Die Ausstellung zeigt einen breiten Querschnitt an Leinwandarbeiten aus den letzten 10 Jahren des in Abtei geborenen Künstlers. Seine Bilder sind Ikonen der Stille, Wolkenbilder und Landschaften in vornehm zarten Farben. Zu sehen bis zum 30. Juni im Stadtmuseum Bruneck. Murano Merano. Präsentiert eine Reihe von Glasarbeiten, die bei Berengo Fine Arts in Venedig entstanden sind und von renommierten Künstlern wie Jan Fabre, Monica Bonvicini oder Aaron Demetz gefertigt wurden. Zu sehen bis zum 8. September bei Kunst Meran.